بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gehört Allah und Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die ihm folgen und seinem Weg in seine Fußstapfen treten. Wir machen heute jetzt inshallah Sirah unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, beim letzten Mal haben wir über Ahlus Suffa gesprochen. Nur kurz daran erinnern, das waren die meist armen Muhajirin, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, die sich entschieden haben für ein Leben nach dem Tod. Und deswegen haben sie vieles von dem, was sie besessen haben, beziehungsweise alles zurückgelassen, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und wir haben beim letzten Mal einige Namen aufgelistet, einige Namen erwähnt, und in der Sira wird ungefähr werden über 50 Namen von ihnen erwähnt, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Die Ahlus Suffa, so heißen sie. Suffa, haben wir gesagt, ist der Teil, ein bedachter Teil, wie ein Hof, der bedacht ist. Und das ist eine Stelle, die heutzutage Teil der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Die Ahlus Suffa haben sich sozusagen diesem Leben entziehen können, weil sie auch teilweise es wollten. Wir haben gesagt, manche der Ahlus Suffa waren von den Ansar, radiallahu anhum, aber die meisten von ihnen waren arme Menschen, die nach Medina ausgewandert sind. Sie konnten sich deswegen dem Wissen widmen, dem Wissenserwerb widmen und auch die ganze Zeit sozusagen sich zurückziehen und I'tikaf machen in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie konnten sich den Gottesdiensten widmen und sie haben sich an die Armut und dieses mehr oder weniger Zölibat, wenn man das so sagen kann, das Entsagen von diesen diesseitigen Gütern, sie konnten sich daran gewöhnen und sie haben in ihrer Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, viel gebetet und viel Koran gelesen und viel über die Ayat Allahs gelernt und Allahs gedacht. Und manche von ihnen haben auch das Schreiben gelernt. Und Ubadah ibn Samit radiallahu anhu war einer von denen, der ihnen auch das Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Und sie haben nichts besessen, sodass einer von ihnen ihm dann einen Bogen geschenkt hat, radiallahu anhu, für das, was er ihnen beigebracht hat, sozusagen als Lohn. Die haben kein Geld gehabt, um das zu bezahlen. Er hat einfach etwas von sich her gegeben, was er besessen hat. Manche von ihnen, weil sie eben viel Zeit hatten, sich dem Wissen zu widmen, und wenn man muss das eben einfach so sehen, ja, wenn man gelehrt sein will, wenn man viel Wissen haben möchte, wenn man viel über Allahs Religion lernen möchte, muss man viel Zeit darin investieren. Also jemand, der einen 14-Stunden-Tag hat und Schichtarbeit und weiß nicht was, und dann sagt er, ich möchte dann auch ein Gelehrter werden im Fiqh oder im Hadith oder was auch immer, das ist sehr unrealistisch, weil die Person, wann wird sie die Zeit haben, das zu lernen, und noch viel wichtiger, wann wird sie die Zeit haben, das alles zu wiederholen. Deswegen ist es ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er manchen Leuten wenig gibt von diesem Leben, dann sind sie nicht so sehr abgelenkt und dann können sie sich mehr konzentrieren auf wesentliche Dinge. Ja. Deswegen stellt euch vor, auch in diesem Land und auch anderswo, stellt man ja die Studenten der Universität extra frei. Das heißt, man gibt ihnen, hier in Deutschland nennt man das BAföG, ja, gibt man ihnen, damit sie ihre Zeit vollkommen investieren können in ihr Studium, in ihr Wissenserwerb. Ja. Und mit der Religion ist es noch mehr, weil das Wissen einfach dort ein viel größeres Meer ist. Ja. Manche von ihnen, wie Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, wurden bekannt dafür, dass sie viele Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben und auch viele gelehrt haben. Und Hudhaifa ibn al-Yaman ebenfalls, radiallahu anhu, der besonders die Hadith über das bevorstehende Unheil sich darum besonders gekümmert hat. Dass Ahlus Suffa sich dem Wissen und der Ibadah zurückgezogen haben, hat sie nicht davon abgehalten, am Alltag teilzunehmen und auch am Dschihad mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Vielmehr gab es unter ihnen auch Märtyrer,
Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Was haben sie getragen an, oder an Kleider? Man kann sagen, liebe Geschwister, noch zum letzten Punkt, sie waren Mönche bei der Nacht und Ritter bei Tag. Mönche bei der Nacht, weil sie sich Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet haben, und Ritter bei Tag, weil sie sich auch Allah subhanahu wa ta'ala hergegeben haben, auch tagsüber. Ahlul Suffa, weil sie so arm waren, haben manche von ihnen nicht einmal genug Kleider gehabt, um ihre Aura komplett zu bedecken. Und sie haben manchmal Stoffe genommen und sie um sich gebunden, damit sie eben nicht bloßgestellt sind. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und wie gesagt, wenn Allah Azza wa Jal einen Menschen mit Armut prüft, dann entweder er nutzt diese Armut aus, weil er nicht abgelenkt wird von den Verführungen dieses Lebens, oder im Gegenteil, diese Armut ist für ihn schlecht, weil er dieser Prüfung nicht widerstehen kann und weil er zum Beispiel unzufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat. Und das ist natürlich ein Übel. Sie haben sich auch geschämt, manchmal mit ihren Kleidern in der Öffentlichkeit zu erscheinen, weil sie, es ist nicht nur, weil sie jetzt nicht den ganzen Körper immer bedeckt haben, sondern auch, weil sie an sich alt waren oder weil sie immer häufig dreckig waren. Weil As-Suffa, haben wir gesagt, ist ein Gebiet, das zwar überdacht ist, aber von den Seiten her ist es offen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du in der freien Natur, sage ich mal, lebst, wie viel Staub dann auf deine Kleider regelmäßig kommt, du hast nicht die Möglichkeit, dich davor zu schützen. Was ihre Nahrung angeht, so war es zum größten Teil die Datteln, denn Medina ist bis zur heutigen Zeit noch bekannt für ihre Dattelpalmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es versucht einzurichten, dass jede zwei von ihnen immer zwei Hände voll Datteln bekommen, ein Mund. So viel, eine Hände von zwei Hände zusammen, wenn man sich zusammentut und diese Hand beide Hände voll macht, dann hat man einen Mund, sodass jeder von ihnen pro Tag, dass sie zu zweit jeweils pro Tag einen Mund voller Datteln zu trinken hat. Sie haben so viele Datteln verzehrt, weil das ihre Grundnahrungsmittel waren. Die Grundnahrungsmittel waren eben Datteln und Wasser, weil Alhamdulillah in den Datteln steckt so ziemlich alles drin, was der Mensch braucht. Ja? Das heißt, zum Überleben braucht. Und das ist, wie gesagt, eine Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben allerdings so viel davon verzehren müssen auf Dauer, dass sie sich sogar ihre Unzufriedenheit manchmal ausgedrückt haben, dass sie auch mal was anderes haben wollen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte ihnen nichts anderes zur Verfügung stellen. Und hier sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst um sie gekümmert hat. Und er hat ihnen Geduld eindringlich empfohlen und hat sie auch getröstet. Und oft hat er sallallahu alaihi wasallam die Ahlus Suffa zu sich nach Hause eingeladen, damit sie zu Hause bei ihm speisen. Aber trotzdem konnte er ihnen nicht das Beste vom Besten auftischen, was wir heutzutage gewohnt sind, wenn wir eingeladen werden bei anderen Leuten. Stellt euch vor, man wird eingeladen und man bekommt gekochte Datteln serviert oder ein anderes Mal eine Speise, die hieß Haisa, eine Speise, die aus Datteln und zermahlenem Weizen, ja, und Fett besteht oder Butter oder Milch oder so ähnliches, ja. All dies sind Speisen gewesen, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat, aber das ist nicht das, was wir heutzutage gewohnt sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird über ihn auch überliefert, dass er sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, sie öfter eingeladen hat und das, was er ihnen zur Verfügung gestellt hat. Das ist, was er zu ihnen zur Verfügung gestellt hat, sallallahu alaihi wasallam. Es besteht kein Zweifel, dass die anderen Sahaba, die Reichen von den Ansar, sie öfter eingeladen haben zu ihnen nach Hause. Es war dann sozusagen mehr oder weniger mal glückliche Momente. Aber
Oft haben sie auch nicht einmal so viel zu essen gehabt, dass ihr Hunger gestillt werden konnte. Und manche von ihnen sind sogar im Gebet ohnmächtig geworden, aufgrund des Mangels an Essen, was sie gehabt haben, aufgrund ihres Hungers. Deswegen ist über Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert worden, dass er einmal zwischen der Stube von Aisha radiallahu anha und der Redekanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam ohnmächtig geworden ist. Und ihr wisst, wenn irgendwann mal der Blutzuckerspiegel zu sehr sinkt, dann fällt man um. Und manche dachten, er wäre verrückt. Aber er war nicht verrückt, sondern er hatte unglaublich großen Hunger gehabt, radiallahu anhu. Aber Alhamdulillah, trotz dieser Armut, liebe Geschwister, trotz dieser Armut, diese Armut hat die Sahaba nicht dazu gebracht, nicht brüderlich zu sein. Das heißt also, die Gesetze der Brüderlichkeit untereinander, wie man mit seinem Bruder umgeht, wie man mit seiner Schwester umgeht, das war wichtiger für sie, als ihren Hunger zu stillen. Sodass sogar, wenn die Sahaba radiallahu anhum zusammensaßen, die Ahlus Suffa und andere, und manche von ihnen, wie es in einer Überlieferung ausdrücklich heißt, manche von ihnen haben aufgrund des großen Hungers, haben sie statt einer Dattel, haben sie zwei auf einmal genommen. Und dann sagte der Überlieferer radiallahu anhum, wenn aber dann jemand zwei Datteln auf einmal genommen hat, dann hat er zu seinen Freunden gesagt, inni qad qarantu fa aqrinu. Ich habe zwei auf einmal genommen, so nehmt auch ihr bitte zwei auf einmal. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und sie waren, wie gesagt, zufrieden mit dem Wenigen, und das hat sie nicht dazu gebracht, ungerecht zu sein ihren anderen Geschwistern gegenüber. Und die Beispiele dafür sind einige. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen das beigebracht, dass wenn du auch Hunger hast und es dir nicht gut geht, so deinem Bruder geht es auch nicht gut und er hat auch Hunger. Also was für einen Sinn macht es, dass du dich ihm vorziehst? Warum? Warum bist du wertvoller als dein Bruder? Und so waren sie, liebe Geschwister, vorbildhafte Beispiele für Al-Suhd. Al-Suhd bedeutet gerade, dass man sich diesem Leben entsagt, und Leute, die wirklich sich gestärkt haben durch ihren Iman an Al-Akhirah. Und das ist die Quelle der Energie für die gläubigen Menschen, weil das hat der Kafir eben nicht. Der Kafir, wenn er traurig ist und wenn er hungrig ist und wenn er arm ist oder wenn er krank ist, dann wie soll er sich stärken, wie soll er sich beruhigen lassen, wie soll man ihn trösten, mit was? Man kann ihm nicht sagen, das ist eine Reinigung für deine Sünden. Man kann ihm nicht sagen, das ist eine Prüfung, diesem Leben, dafür wird es dir im Jenseits besser geben. Man kann ihm nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls ihm ging es nicht so gut. Ja? Er hat das alles nicht. Aber der gläubige Mensch, Alhamdulillah, und dafür gibt es viele Beispiele, ich meine aus dem Alltag, wo Geschwister, obwohl sie wenig haben, die sind zufriedener als andere Leute, die viel mehr haben. Und warum? Aufgrund ihres Iman an Allah und an den jüngsten Tag. Wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die anderen Sahaba, sie selbst haben sich um Ahl al-Suffa gekümmert. Und er hat, alaihi salatu wasallam, sie selbst besucht und sich um sie gekümmert und sich um sie Sorgen gemacht um sie und geschaut, ob sie irgendetwas brauchen. Und er hat auch die Kranken von ihnen besucht, sallallahu alaihi wasallam, und hat sich öfter zu ihnen hingesetzt. Denn das ist auch eine schöne Sache, weil wenn du Ansehen genießt unter der Gesellschaft, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam genießt unter den Gläubigen das höchste Ansehen, wenn du Ansehen genießt unter der Gesellschaft, das heißt, du weißt, bestimmte Leute, sie mögen dich sehr. Manche Leute, sie mögen dich sehr. Aufgrund deines Charakters, aufgrund deines Wissens, aufgrund deines Imans, aufgrund deiner Höflichkeit, was auch immer. Sie freuen sich, wenn du sie siehst. Sie freuen sich, wenn sie dich sehen. Dann nutzt die Sache aus. Dann nutzt du die Sache aus. Das heißt, du kannst Leute glücklich machen, indem du einfach sie besuchen gehst. Indem du dich zu ihnen hinsetzt eine halbe Stunde. Indem du ihre Einladung annimmst, wenn sie dich einladen. Ja? Und deswegen, Alhamdulillah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dass seine Freunde ihn lieben. Weil es gehört ja zum Iman.
Und er hatte den einen ausgezeichneten Charakter, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat er sich ab und zu ihnen hingesetzt und dann waren sie damit auch schon zufrieden. Und wie viele Menschen, sogar kleine Kinder, wenn man mit ihnen spielt, dann vergessen sie, dass sie Hunger gehabt haben. Und genauso auch die älteren Leute, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen, das war's. Dann natürlich sie vergessen, was sie beschäftigt hat. Und sie vergessen ihren Hunger. Ebenso hat er sallallahu alaihi wasallam sie zurechtgewiesen. Er hat sie getröstet. Er hat sie immer ermahnt. Er hat ihnen Geschichten erzählt der Leuten von früher. Er hat sie darauf hingewiesen, den edlen Koran zu lesen und ihn zu studieren und Allahs zu gedenken und immer auf das Jenseits zu schauen und dass sie dieses Leben verachten sollen und geringschätzen sollen und dass sie auf keinen Fall die Güter dieses Lebens anstreben sollen. Und wenn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Sadaqa geschickt worden war, dann hat er sie zu ihnen einfach geschickt und hat selbst davon gar nichts genommen. Und auch wenn er ein Geschenk bekommen hat, sallallahu alaihi wasallam, hat er das Geschenk einfach weitergegeben. Und das machen bis heute rechtschaffene Menschen. Sie bekommen etwas, aber sie sehen nicht, dass sie es nicht brauchen. Nein, sie könnten es auch gut gebrauchen. Aber sie wissen, es gibt andere, die es besser gebrauchen können. Also geben sie es einfach weiter. Denn derjenige, der mit Allah Azza wa Jal handelt, also der immer seinen Blick in Richtung Akhira wendet, ja, Allah Azza wa Jal wird ihn nicht im Stich lassen. Allah Azza wa Jal wird ihm niemals im Stich lassen. Öfter hat er sallallahu alaihi wasallam sie zu den Zimmern, ich sage Zimmern, weil sie kleine Räume waren, vielleicht Stübchen seiner Ehefrauen eingeladen, sallallahu alaihi wasallam, damit sie dort essen können. Und er war niemals ihnen gegenüber unachtsam. Und einmal hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Tochter Fatima radiallahu ta'ala anha verlangt, dass sie ihnen Spenden gibt. Und einmal als Al-Hasan radiallahu ta'ala anhu geboren wurde, dann hat er gesagt, dass sie im Gewichte der Haare an Silber, so ist beliefert worden, an die Ahlus Suffa schenken soll, etwas hergeben soll. Und einmal haben die Muslime Gefangene, also Kriegsgefangene gehabt. Und dann hat seine Tochter Fatima radiallahu ta'ala anha vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass er von den Gefangenen ihr doch bitte eine Sklavin geben soll. Dass er eine Sklavin geben soll. Weil das waren jetzt Sklaven, die Worte wurden teilweise versklavt, und Sklavin. Und dann hat sie gesagt, gib mir doch bitte eine Sklavin von denen, weil ich habe zu Hause so viel zu tun. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das abgelehnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das abgelehnt und er hat gesagt als Antwort, soll ich euch etwa, sinngemäß jetzt, soll ich euch diese Sklaven geben und Ahlus Suffa bekommen nichts? Ja. Hier sieht man auch, wenn man Vorbild ist für eine Gesellschaft, darf man auf keinen Fall seine eigene Familie vorziehen. Auch nicht, wenn es um wichtige Dinge geht, weil die Leute schauen auf einen. Und die Leute sagen, guck mal, der gibt seiner Tochter als erstes. Wir sehen daran Beispiele in der Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam geachtet hat, darauf, dass die Leute auch nicht schlecht denken. Ja, das, was wir auch besprochen haben. Man darf nicht schlecht über andere Muslime denken, das wissen wir. Aber du darfst auch nicht der Grund sein dafür, dass andere Leute über dich schlecht denken. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat über zum Beispiel Diebstahl, hat er gesagt ganz klar, dass seine Tochter ist die erste, die er bestrafen würde, wenn sie stehlen würde. Das hat er laut und deutlich gesagt. Umar radiallahu ta'ala anhu, als er Khalifa wurde, hat er seine eigene Familie zusammen versammelt und hat zu ihnen gesagt, passt mal auf, wenn ich den Leuten etwas verbiete, dann seid ihr die Ersten, die sich dran halten. Denn die Leute schauen auf euch und die sagen, die Familie von Umar, die Kinder von Umar, die Frau von Umar, guck, was sie macht. Und die Leute sind so, leider, auch wenn sie ungerecht sind teilweise. Da kann man als Khalifa nicht sagen, ist mir egal, ich habe ja nichts falsch gemacht. Nee, du musst eben vorausschauend denken. Und deswegen ist es nicht so einfach, guck mal heutzutage, wenn die Leute
in Prunk leben, wenn bestimmte Führer in Prunk leben, also richtig reich leben und so, dann die Leute werfen ihnen als erstes vor, dass sie ihre Position ausnutzen. Ja? Warum? Weil natürlich das ist halt sehr naheliegend. Ja? Und damit das gar nicht erst passiert, hat eben Umar radiallahu ta'ala anhu das zu seiner Familie gesagt. Und auch sicherlich gibt es andere Beispiele dafür. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich verkaufe diese Gefangenen und gebe das Geld Ahlus Sufa. Und gebe das Geld Ahlus Sufa. Und offensichtlich hat sie auch von ihm verlangt, von der Beute Geld zu geben, hat er auch abgelehnt, sallallahu alaihi wasallam, und hat ihn eher empfohlen, Dua zu machen und Tasbih zu machen und Dhikr zu machen. Und einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu ta'ala anhu besucht und dann hat er gesehen, dass ihr Bett zu kurz ist und nicht ausreicht für die beiden, nicht ausreicht, um darauf ordentlich zu schlafen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen einen Dua beigebracht und hat trotzdem bevorzugt, ihnen nichts zu geben. Weil sie eben, guck mal, deswegen haben auch die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Weisheit, die dahinter steckt. Dürfen sie Zakat nehmen? Ja. Und Sadaqa nach manchen Gelehrten auch nicht. Ja? Deswegen, damit eben keiner sagt, hier wird Zakat gesammelt im Namen des islamischen Staates und der eigenen Familie als erstes gegeben. Ja? Und der Prophet sagt dann natürlich selbst auch nicht. Und wie er gesagt hat, also ich werde auf keinen Fall euch was geben und Ahl al-Sufa nichts geben und sie hungrig lassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch den anderen Sahaba eindringlich empfohlen, dass sie Ahl al-Sufa Spenden geben sollen. Und sie haben ihnen das gegeben, was sie konnten. Und sie haben ihnen auch Speisen geschickt. Und auch nach dem Isha-Gebet haben sie ihnen Essen gebracht. Und dann hat er auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, man kana indahu ta'am ithnain falyadhhab bi thalith. Das heißt, wer so viel Speise hat, so viel Essen hat, das für zwei Leute ausreicht, der soll bitte einen dritten zusätzlich mit essen lassen. Und wer so viel Speise hat, das für vier Leute ausreicht, das heißt, wer für vier gekocht hat, der soll bitte einen fünften oder einen sechsten noch dazu nehmen. Und so haben die Sahaba radiallahu anhum sich gegenseitig nach Hause genommen. Sallallahu alaihi wasallam. Ist doch viel besser, als wenn man etwas einrichten muss, wie zum Beispiel Essensmarken, und man sich die irgendwie vom Sozialamt abholen muss und die Leute erniedrigt irgendwo hingehen müssen, Essen, um Essen zu bekommen. So viel besser, wenn dein Bruder, dein Nachbar, den armen Menschen bei sich zu Hause mit einlädt. Offensichtlich war dies besonders am Anfang der Hijra der Fall, als Allah subhanahu wa ta'ala den Sahaba radiallahu anhu in Medina Reichtum gegeben hat, war es keine Notwendigkeit mehr, dass sie von Haus zu Haus geschickt werden, um dort essen zu können. Muhammad ibn Maslama al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, er hat auch eine Idee gehabt, um dieses Problem der Armut ein bisschen zu beseitigen und damit die Leute auch nicht in Bedrängnis geraten, dass sie betteln müssen. Er hat einfach vorgeschlagen, dass man, sobald die Datteln von seinem Garten reif geworden sind, dass man für die Leute in der Moschee einfach diese Bündel aufhängt, diese Dattelbündel aufhängt. Das ist bestimmt nicht das Fachwort dafür, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man die in der Moschee aufhängt, sodass jeder, der arm ist, sich davon was nehmen konnte, was er brauchte. Und so waren es über 20 Qinu. Allahu alam, wie viel das ist in einem, aber die sie aufgehängt haben. Und so konnten die Leute sozusagen essen, ohne zu betteln zu müssen und ohne sich erniedrigen zu müssen.
Und Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, war eingesetzt, dass er aufpasst auf diese Datteln, offensichtlich damit nicht irgendjemand das nimmt, der nicht dazu berechtigt ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann einmal den Leuten übel genommen, da hat jemand Datteln aufgehängt, die schlecht war. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, liebe Geschwister, dass der Mensch, wenn er etwas verschenken möchte, wenn der Mensch etwas, wenn er Sadaqa geben möchte, wenn er etwas spenden möchte, dann soll er von dem hergeben, was die Leute auch selbst essen würden. Das heißt also, bevor du etwas schenkst, bevor du etwas hergibst. Also ich rede jetzt von dem klassischen Fall. Der klassische Fall ist, ich habe gute Sachen und schlechte Sachen zu Hause. Gute und schlechte Sachen. Dann soll ich von dem hergeben, was ich auch gerne hätte. Ein anderer Fall ist, wenn ich nur Schlechtes habe, das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber prinzipiell, man soll den Leuten nicht das Letzte geben. Weil im Koran, Allah weist auch klar in Surat al-Baqarah darauf hin, wo er sagte, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Das heißt sinngemäß, also gebt den Leuten nicht, Schlechtes an Spenden, was ihr selbst nicht nehmen würdet, außer ihr würdet dabei ein Auge zudrücken. Ja. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala einige Verse herabgesandt im Koran al-Karim, über die manche Ulama sagen, dass sie über Ahlus Suffa radiallahu ta'ala an und beliefert worden, herabgesandt worden sind, aber das lassen wir aus, weil über manches davon gibt es verschiedene Ansichten unter den Ulama. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Menschen, die tagsüber viel gebetet, die nachts viel gebetet haben und tagsüber gefastet haben, zufrieden sein, Ahlus Suffa. Und Allah Azza wa Jal sagte über die armen Menschen allgemein, die wirklich armen Menschen, يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. Allah sagte, du denkst, oder derjenige, der unwissend ist, denkt, dass sie reich sind aufgrund ihrer Zurückhaltung, aufgrund ihres Zurückhaltens. Das heißt, der wirkliche Bettler ist nicht derjenige, der bettelt und sich dann mit einem oder zwei, ja, hier sagen wir Euro, zufriedenstellt und dann sagt, okay, ich gehe weg. Das kennt man in vielen Ländern, dass wenn man ihnen dann das Wenigste vom Wenigen gibt, dann sind sie damit zufrieden. Warum? Weil die sind keine richtigen Bettler. Der wirkliche Bettler, dem es wirklich schlecht geht, der schämt sich. Der möchte nicht, dass die Leute wissen, dass er arm ist. Und das ist der, von dem man denkt, der hat eigentlich genug, aber der hat eigentlich gar nicht genug. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man den Leuten Sadaqa gibt, dass es Leute sind, die es auch wirklich verdienen. Und bei der Zakat muss man noch mehr aufpassen, weil wenn man die Zakat jemandem gibt, ohne richtig geforscht zu haben, ob er auch wirklich das braucht, dann muss man die Zakat nochmal zahlen. Und das Tolle an dieser Gesellschaft in Medina war, von den Muhajirin und den Ansar, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, ist, dass in heutiger Zeit, liebe Geschwister, bilden sich aufgrund der Gesellschaftsschichten manchmal sogenannte Slums. Das heißt so Gesellschaftsviertel, so Viertel in der Stadt, die weit unter dem Niveau der anderen Stadtviertel sind. Und was geschieht dann oft dort? Und zwar die Verbrecherquote steigt. Und das wird begründet mit der Armut. Und das ist zweifellos, ist Armut ein Grund für manche Leute, Verbrechen zu begehen. Zweifellos. Deswegen, wenn man Verbrechen bekämpfen will, muss es den Leuten auch dementsprechend gut gehen. Aber hier sehen wir, es gibt auch eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, den Diebstahl und andere Sachen zu begrenzen und in Schach zu halten, ist der Iman. Der Iman und die richtige Erziehung, die wird einen davor abhalten, etwas Schlechtes zu tun. Warum? Weil man immer daran denkt, dass Allah Azza wa Jal einen sieht
auch wenn deine Eltern dich nicht sehen, auch wenn die Polizei dich nicht sieht, auch wenn, weiß nicht, wer auch immer dich nicht sieht, aber Allah Azza sieht dich immer noch. Und deswegen wird man solche Sachen, man wird keine Verbrecherbanden bilden und ähnliches, nur um sich zu bereichern. Und das ist eben der Unterschied zwischen der Erziehung, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Leuten gegeben hat, und die Erziehung der Leute aus der Jahiliyyah, beziehungsweise Jahiliyyah meine ich damit jetzt alles, was nicht islamische Erziehung ist. Alles, was nicht islamische Erziehung ist. Auch wenn es in anderen Gesellschaftsnormen, anderen Religionen, andere was auch immer, gibt es manchmal auch gute Elemente der Erziehung, aber das Ganze muss eben vollkommen sein. Es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel den Leuten beibringe, ihr müsst gut sein, gütig sein und spenden, aber ich meine damit Ehrlichkeit und solche Sachen nur unter euch. Aber mit anderen Leuten kannst du ruhig machen, was du willst. Ja. Und die einzige Religion, die das eben klar und deutlich macht, ist der Islam, Alhamdulillah. Taib, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, liebe Geschwister, der wurde auch nicht nur gelehrt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Ayat des Koran und so weiter und so fort, sondern der wurde auch schriftlich festgehalten. Warum? Weil es waren ja nicht nur Muslime in Medina, sondern es waren auch Juden in Medina. Und es waren auch in der Umgebung Götzendiener. Ja? Insofern hatte man verschiedene Gesellschaftsgruppen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte diese guten Lehren und Manieren den Leuten beibringen, die es eben von ihm lernen wollten. Wer nicht lernen wollte, brauchte es nicht lernen. Aber man muss trotzdem irgendwie definieren, wie man zusammenlebt. Und deswegen hat man einen Vertrag aufgesetzt zwischen den Bewohnern von Medina. Und dieser Vertrag beinhaltet, oder dieses Schriftstück, was aufgesetzt worden ist, beinhaltet ziemlich genau, wie die Historiker zumindest überliefert, ungefähr beinhalten 48 verschiedene Paragraphen und die alle das Zusammenleben definieren unter den Leuten von Medina. Das heißt, wer zu wem gehört und wer wen unterstützen muss und welche Rechte welche Gruppe hat. Und ihr wisst, es gab dort viele Sippen, viele Stämme und weiß ich was. Und all dies ist in verschiedenen und was passiert, wenn einer von dem den anderen angreift und wenn einer von dem den einen getötet hat und so weiter und so fort, wurde das klar und deutlich definiert in dieser sogenannten Wathiqa. Man sagt auch Dastur, ist auch kein arabisches Wort, von Ahlul Medina. Dieser Gesellschaftsvertrag, den die Leute in Medina unter sich haben, der wurde leider nach einer gewissen Zeit gebrochen. Und wie er gebrochen worden ist und für wem er gebrochen wurde und warum er gebrochen wurde, werden wir inshallah beim nächsten Mal uns genauer anschauen. Möge Allah Azza wa Jal euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Da reden wir dann speziell über die Kinder Israels von den Banu Qaynuqa' und den anderen Stämmen von Medina. وصلى الله على نبينا محمد